Es geht nicht darum, wie hart du zuschlagen kannst. Es zählt bloß, wie viele Schläge du einstecken kannst. Du musst weitermachen. Wer wäre der Größte? Wer war der Beste aller Zeiten? Wenn zwei Boxer aus unterschiedlichen Generationen gegeneinander antreten könnten, wer würde dann wohl gewinnen? In der einen Ecke der amtierende Champion Mason The Lion Dixon. Er kämpft gegen den zweimaligen Schwergewichts-Champion aus Philadelphia, Rocky Balboa. Der Computer sagt, Rocky Balboa würde gewinnen. Ich spüre, dass da immer noch Sprit im Tank ist. Was für ein Tank? Na, hier drin. Ich glaube, ich will noch mal boxen. Naja, nichts Großes. Kleine Kämpfe gegen Leute aus der Gegend. Was willst du denn beweisen, Pa? Ich dachte, du würdest dich darüber freuen. Bist du dafür nicht, naja, zu alt? Die haben sie wohl die Birne weich geklopft. Hast du auch gehört, dass Rocky Balboa eine Boxlizenz erhalten hat? Ich soll gegen einen Typen antreten, den ich mit gefesselten Händen besiege? Dieser Computerkampf hat die Menschen neugierig gemacht. Aber ich bin nicht daran interessiert, durch die Mangel gedreht, um gedemütigt zu werden. Leute werden dich für verrückt halten. Was ist verrückt daran, wenn man voller Stolz sagen kann, ich komme zurück? Wenn es das ist, was du unbedingt tun musst, dann tu es. Kämpfer kämpfen. Um diesen Typen zu besiegen, musst du schnell sein. Das bist du nicht. Und in deinen Gelenken hat sich Calcium abgelagert, also kommt auch Sparren nicht in Frage. Ich kenne das Problem. Womit wir punkten können, ist altmodische blanke Gewalt. Wuchtige Schläge, die so wehtun, dass seine Vorfahren sie noch spüren. Basteln wir ein paar echt brutale Bomben. Rocky, die Presse hat ihm den Spitznamen Balboa Saurus verpasst. Was sagen Sie dazu? Larry, warum nennen die Veranstalter es einen Schaukampf? Vermutlich wäre Hinrichtung zutreffender. Man braucht Mumm, um wieder in den Ring zu steigen, wenn man weiß, dass man verdroschen wird. Hast du schon verloren? Es ist erst dann vorbei, wenn es vorbei ist. Ist das ein Spruch aus den 80ern? Wohl eher aus den 70ern. Rocky Balboa. Schaffst du das? Ab 8. Februar nur im Kino.